noch letzte Änderungen zu machen, aber jetzt ist es vorbei. Jetzt befinden wir uns in der sogenannten Ready Phase. Das heißt, die Roboter haben jetzt die Möglichkeit, auf ihre Startposition zu laufen. Auch das passiert schon vollkommen autonom, ohne Eingriff von außen. Sieht man auch schon leichte Unterschiede zwischen beiden Mannschaften. Die Dortmunder laufen direkt drauf los und stehen auch schon an den Plätzen, während die Berliner Mannschaft erstmal sich noch ein bisschen umschaut und sicher geht, wo sie denn überhaupt sich befinden auf dem Feld. Sehr, sehr wichtig, das zu wissen, bevor man losläuft, weil jetzt ist die Position noch halbwegs bekannt. Man weiß, dass man in der eigenen Hälfte losläuft und sich vor dem eigenen Tor positionieren wird. Später wird es mit laufender Dauer des Spiels immer komplizierter, da die Roboter symmetrische Spielhälften vor sich haben. Und manchmal kann es vorkommen, dass sie denken, dass sie in der eigenen Hälfte sind, aber auf der anderen Seite. Und dann fällt auch schon mal ein Eigentor. So, jetzt, das Spiel wurde angepfiffen. Das haben die Roboter auch schon selbstständig erkannt. Und haben den Ball schon direkt vor das Dortmunder Tor geschossen. Aber schon ein Abwehrspieler ist bereit, der den Ball direkt schon wieder klärt und in die gegnerische Hälfte schießt. Man sieht hier schon im Gegensatz zu dem Spiel, was vorher stattgefunden hat, dass viel mehr Pässe gespielt werden, weite Schüsse werden dieses Spiel dominieren. Ja, aber hier noch etwas Unsicherheiten. Der Spieler muss sich noch etwas einschießen, hat wohl nicht genug Zielwasser getrunken heute. Aber jetzt der Ball langsam in die richtige Richtung vorgelegt. Wir sehen jetzt hier, die Berliner Mannschaft positioniert sich sehr vor dem eigenen Tor, macht das Tor dicht. Während die Dortmunder sich mehr auf dem Feld verteilen, das ist vielleicht sinnvoller, wenn der Ball jetzt geschossen wird, kann ein anderer Spieler direkt hin. Wenn man jetzt mal den Blick hier vielleicht auf den Monitor auf der anderen Seite legt, dann sieht man das sogenannte Weltmodell der Roboter. Man sieht also, was die Roboter glauben, wo sie sich auf dem Spielfeld befinden. Das sieht noch ganz gut aus. Und wir haben jetzt hier auch sehr robuste Berliner Spieler, die sehr stabil laufen und nicht hinfallen, während die Dortmunder wahrscheinlich wieder an ihren Parametern gedreht haben, dass sie ein bisschen schneller sind, aber darunter die Qualität leidet und man in Kauf nimmt, dass man öfter mal hinfällt. Jetzt die Möglichkeit, mal den Ball ein bisschen nach vorne zu tragen für die Berliner Mannschaft. Zögerlich wird noch nicht richtig geschossen. Vielleicht doch auch im Hintergedanken, dass man eventuell ein Eigentor schießt. Lieber erstmal den Ball in die gegnerische Hälfte tragen. Verteilt sich sehr schön. Die Spieler keine Rudelbildung, wie man das in den anderen Spielen schon gesehen hat. Aber hier ein Dortmunder schön geklärt, den Ball wieder zurück. Er hat dann auch gedacht, der Ball wäre da. Im dritten Luftloch, aber das ist vollkommen in Ordnung. Ein bisschen öde gerade, dann kann ich ein bisschen was über die Liga erzählen. Wir spielen hier in der Standard-Plattform-Liga. Das sieht man schon daran, dass die Roboter alle gleich aussehen. Das ist eine standardisierte Roboterplattform von einem Hersteller aus Frankreich, Aldebaran Robotics, die uns die Roboter sozusagen zur Verfügung stellen. Wir können die da kaufen, natürlich für einen bisschen geringeren Preis, als Sie das vielleicht tun könnten. Und der Roboter ist immer gleich. Wir werden keine Veränderungen oder dürfen keine Veränderungen an der Hardware vornehmen. Es geht hier ausschließlich um die Softwareprogrammierung, nur um das Einpflanzen von Wissen, von Verhalten. Jetzt hier auch die Entscheidung, was der Spieler tut. Vorher festgelegt, leider zu langsam und jetzt fällt er um, der Berliner. Der Dortmunder tritt auch über den Ball, fällt auch hin. Jetzt könnte die 5 den Ball. Jetzt sieht man auch vielleicht, dass der Spieler sich falsch lokalisiert hat, muss jetzt erstmal wieder ein bisschen rumgucken und sicher gehen, dass er auf der richtigen Seite steht. Jetzt hat er die Möglichkeit, steht mal ein bisschen frei, könnte sich jetzt ausrichten zum Tor. Legt sich den Ball noch ein bisschen vor, denkt sich wahrscheinlich, von da habe ich eine bessere Schussposition. Müsste sich jetzt langsam mal ein bisschen um den Ball drehen, damit er ein bisschen besser, leider in die falsche Richtung. Jetzt ist wieder ein Dortmunder Spieler da. Er kennt den Ball sehr gut. Der Ball ist jetzt seit ungefähr einem Jahr nicht mehr orange, sondern auch schwarz-weiß, was die Erkennung auf dem Spielfeld ein bisschen komplizierter macht, weil vorher eben das Spielfeld selber, auf dem die Roboter spielen, farblich kodiert war. Die Tore waren unterschiedlich markiert und der Ball war auch stark orange, dann konnte man den sehr gut erkennen.
Jetzt mittlerweile ist er schwarz-weiß, macht es sehr schwer, weil die Linien sind auch weiß. Und das ist sehr, sehr kompliziert, aber das kriegen die Teams hier mittlerweile sehr gut hin. Ah, jetzt hat er den Ball mal richtig hingelegt, könnte sich jetzt drehen und dann mal richtig aufs Tor holzen. Aber da kommt schon der nächste Spieler, der die Situation klären könnte. Könnte nach vorne spielen, da ist jetzt eventuell mal die Möglichkeit. Oh, da geht er direkt durch, oh, an allen Spielern vorbei, ins Tor aus der eigenen Hälfte. Das ist das 1:0 für die Now Devils aus Dortmund. Jetzt haben die Roboter wieder Zeit, 45 Sekunden sich in der eigenen Hälfte zu positionieren. Wir sind hier in den Finalspielen, die Zeit ist angehalten. Geht nicht ab, deswegen sind die Finalspiele immer relativ lang. Normalerweise spielen wir 2x10 Minuten. In der Hälfte wird die Seite gewechselt. Früher hat man auch noch die Trikots gewechselt, was natürlich auch total blödsinnig ist. Aber jetzt mittlerweile lässt man sein Trikot an, ändert nur die Seiten. So, die Berliner haben wieder Anschluss, stehen schon relativ weit vorne, haben den Pfiff auch souverän erkannt, direkt den Ball rausgespielt und der Spieler sprintet hinterher, während die Dortmunder sich noch umgucken und gar nicht wissen, wie ihnen geschieht, fallen sie eher um, machen einen Kopfball, das ist auch mal eher selten. Es gibt auch ein Handspiel, der Roboter, der im Tor steht, der ist davon ausgenommen, der könnte theoretisch die Hand benutzen, aber... Die Arme sind leider zu kurz für den Torwart, deswegen kann er den Ball nicht aufheben. Das wäre sehr schön, wenn man das tun könnte, aber leider nicht möglich. Ist auch vollkommen okay, wenn der Torwart mal gewechselt wird zwischendrin. Ist immer der, der als letztes in Tornähe ist, der ist der Torwart. Oh, da war jetzt aber ein Handspieler, aber das hat jetzt keiner gesehen. Der Schiri, der ist fokussiert auf den Ball. Das ist eine schöne Rudelbildung. Der Ball geschossen worden, aber ein anderer Spieler hat sich blockend dazwischen gestellt. Die Situation ist immer noch nicht gelöst. Der Berliner ist sehr hartnäckig, schießt den Ball, aber geblockt vom Torwart. Ah, sehr schön den Schuss abgehalten. Könnte jetzt die Situation klären, aber noch ist ein Berliner da, der ordentlich Druck macht. Oh, jetzt nicht in die falsche Richtung laufen. Der Ball prallt ab. Und der Ball wird von au, auf die Außenlinie, liegt noch, da ist nicht aus. Ah, und jetzt spielt der Berliner den Ball nach außen, deshalb wird der Ball nach hinten gelegt. Auch eine Hilfe für die Roboter, die vielleicht nicht ganz genau wissen, wo sie sich auf dem Spielfeld befinden. Der Ball wird immer an fest definierten Positionen, je nachdem wer ihn ausgeschossen hat. Das teilt der Schiedsrichter den Robotern mit. Hier kommt die Verpflegung. Ich krieg wieder mal nichts ab. So. Nein, ich habe ja hier noch meinen Kartoffelbrei, der übrigens sehr, sehr lecker ist. Ja, ja, ich nehme mal einen. So, der Ball jetzt in der Nähe der Berliner, des Berliner Tors, aber souverän geklärt von der Nummer 4. Der jetzt mal lieber sich wieder hinten am Tor positioniert, die kurze Ecke dicht macht. Jetzt müsste der Ball mal langsam weg, weil jetzt schon wieder ein Dortmunder Spieler da ist. Wird wieder um den Ball gekämpft. Wer hält die mal aus, fällt nicht hin. Na, beide souverän geklärt. Ja, noch ein bisschen was zur Liga. Also wir sind in der RoboCup-Liga angesiedelt. Hier mit unseren Robotern, an denen wir von der Hardware nichts verändern dürfen. Nur die Software ist hier wichtig. Jetzt Schuss von den Dortmundern ausgeschossen. Das Tor war leer, da hätte mehr draus machen können. Genau, wir dürfen nur die Software ändern, was auch schon sehr, sehr anspruchsvoll ist, aber diese Liga ist auch eigentlich darauf ausgerichtet, dass der Weltmeister und auch andere Teams, die an diesen Weltmeisterschaften, die jetzt in 2 Monaten in Japan stattfindet, Mannschaften, die daran teilnehmen, die veröffentlichen ihre Software und die können von anderen Teams auch wieder benutzt werden. Und so soll halt einfach die Entwicklung von Algorithmen vorangetrieben werden. Oh, jetzt mal hier eine schöne Situation. Der Dortmunder Spieler allein vorm Tor. Das Tor ist frei, er schießt und da ist das Tor zum 2:0. Schön rausgespielt. Der Torwart auch noch ein bisschen grübelnd vor seinem 16er
Tor ist offen, mitspielender Torwart, der das leider nicht so richtig interpretiert. Jetzt wieder in der Ready-Phase können die Roboter sich wieder ausrichten. Ja, also die Software wird zur Verfügung gestellt, kann von anderen Teams genommen werden. Ist natürlich immer ein schwerer Schritt, wenn man die Software von einem anderen Team nimmt, weil es leider nicht so modular ist, wie man sich das vorstellen würde, dass man jetzt sagt, okay, ich nehme mir von der Mannschaft die Bilderkennung, die ist besonders robust, und von der Mannschaft nehme ich mir das Laufen und von der Mannschaft vielleicht die Debugging-Tools. Das funktioniert so leider nicht, weil die Software doch sehr, sehr optimiert ist. Das liegt unter anderem daran, dass die Hardware, die auf diesem Roboter läuft, das ist ein ganz normales Computersystem, so wie man das auch von daheim vom Laptop her kennt, auf dem ein Linux läuft, kann man sich ganz normal so vorstellen wie ein Laptop, aber von der Leistung leider sehr, sehr eingeschränkt. Der Roboter ist von der Hardware schon ungefähr 3 bis 4 Jahre alt, so lange gab es kein Update von der Herstellerfirma, und wenn man sich das so vorstellt, ich glaube, hier ist ein sehr langsamer Prozessor drauf. Und jedes Handy, was hier heute schon jeder in der Tasche hat, ist mehr als doppelt so leistungsfähig wie der Prozessor, der auf diesem Roboter ist. Und der muss ja auch viele Sachen gleichzeitig machen. Der muss Bilder erkennen, muss Objekte darin erkennen, muss sich daran auf dem Spielfeld orientieren, muss komplexe Verhaltensmuster ausrechnen. Sehr, sehr kompliziert, und der Roboter läuft da schon am Maximum. Und deswegen sind die Algorithmen und die Software, die auf dem Roboter läuft, sehr, sehr optimiert und hängt voneinander ab. Und deshalb kann man nicht einzelne Teile nehmen. Aber man merkt schon, dass sich das Level der Liga angleicht, weil man sich doch auch untereinander oft trifft und auf Workshops miteinander austauscht und so versucht, seinen Roboter besser zu machen. Jetzt hat hier die Berliner Mannschaft mal ein bisschen ein Problem, den Ball zu treffen. Anscheinend wird die Berechnung der Entfernung irgendwie mit einem Fehler drin, tritt die ganze Zeit in die Luft. Das ist jetzt natürlich nicht so schön. Todesblicke von der Berliner Mannschaft. Und der Ball ist aus. Wir haben jetzt noch 37 Sekunden auf der Uhr. Es wird jetzt ein bisschen knapp. Die Berliner Mannschaft müsste jetzt mal ein bisschen kommen. Ein bisschen vielleicht anfeuern hier. Ich weiß nicht, was da los ist. Angespannte Situation. Den Torwart vielleicht mal ein bisschen dazu nötigen, sich mal in die Mitte von seinem Tor zu stellen. Das wäre schon mal sehr, sehr hilfreich. Das nicht offen ist wie so ein Scheunentor. Thomas, was ist denn hier los bei euch? Oh, will doch was sagen? Nein. Ah, na gut. Vielleicht in der Halbzeit haben wir Möglichkeiten, auch mal einen Trainer aus der Berliner Mannschaft zu interviewen. So, die Zeit ist gleich um. Erste Halbzeit. Vielleicht noch eine Chance. Ah, 3 Sekunden. Wird es nochmal spannend. Zeit ist vorbei und der Ball ist im Aus. So, die erste Halbzeit ist vorbei. Jetzt gibt es 10 Minuten Pause, in denen die Trainer nochmal die Akkus laden können, nochmal kleine Änderungen an dem Code machen können. Und dann sind wir in 10 Minuten wieder zurück, wenn es heißt zur zweiten Halbzeit um den dritten Platz bei den German Open in Magdeburg.
Ja, und das hätte ich jetzt halt auch nicht irgendwie im Setstate nachschauen können. Ja, das war der jetzt irgendwie genau. Ich finde in dem Ding mal was, ja. Alle Ringe haben. Also spiele ich die neu, weil. Jetzt der Setstate ist sowieso.
Timeout von Blau. Achso. So, ja. Deswegen ist er Thank you.
90 seconds. Just still. Hallo, zurück zur zweiten Halbzeit. Hat 5 Minuten länger gedauert, weil das Team aus Berlin, ja, mit dem netten Klaas hinter mir, ein Timeout genommen hat. Jede Mannschaft hat die Möglichkeit, ein Timeout zu nehmen. Wenn die Halbzeit dann noch nicht lang genug ist, haben die Berliner jetzt nochmal ganz feine Tunings gemacht und Änderungen und Parameter angepasst. Und jetzt sind die Roboter bereit, wieder an die Seite gestellt zu werden. Wir haben jetzt noch 30 Sekunden, dann geht es wieder los. Auf dem Spielfeld ist noch eine ganze Menge los. Roboter werden hingestellt, angemacht. 30 Sekunden. Und dann kann es jetzt gleich wieder losgehen. Zur zweiten Halbzeit im kleinen Finale leider nur. Okay. Zwischen Dortmund und Berlin. Ja. Ready? Die Roboter haben jetzt wieder Zeit, in ihre Hälften zu laufen. Und dann nochmal 10 Minuten für die Berliner Mannschaft, um eventuell diesen 2:0 Rückstand rauszuholen. Wir wissen alle, im Fußball ist alles möglich. Uns muss ein drittes Bein wachsen. Gas geben heißt jetzt. So, Anstoß liegt diesmal bei der Dortmunder Mannschaft. Die Roboter haben sich positioniert, der Ball ist im Spiel und jetzt wird gleich wieder angepfiffen. Und dann geht's los. Der Ball ist aus dem Mittelkreis rausgetreten worden. Oh, eine wunderschöne Kombination durch die Abwehrspieler. Oh, da ist ja gar kein Dortmunder. Schade. Wäre schön gewesen. Aber die Chance für die Berliner Mannschaft, den Ball zu klären. Aber da rollt schon die Angriffswelle an. Und wieder etwas gekuschelt und jetzt stehen sich die Spieler gegenseitig im Weg rum. Mal gucken, wer den Ball, ein wunderschöner Kreis um den Ball. Wer macht was? Naja, wir werden sehen. Ah, und der Ball kommt trotzdem raus. Sehr schön. Berliner Spieler mit der Nummer 2 hat den Ball gesehen. Auch der Torwart kommt raus und ist der Meinung, er müsste den Ball jetzt mal klären. Jetzt zwei Spieler aus Berlin, die sich um den Ball sprügeln, aber der Torwart hat das erkannt, dass er doch lieber wieder zurücklaufen sollte und macht das Tor wieder dicht. Aber mittlerweile hat sich wieder ein Dortmunder Spieler durchgesneakt und kommt in eine wunderbare Schussposition. Jetzt muss unbedingt ein Berliner mal dazwischen, weil sonst beim 3:0 wird es schwer. Das Tor ist frei, der Torwart sieht ihn nicht und läuft aus seinem Tor raus. Da fällt das 3:0. Sehr, sehr schade, sehr, sehr schade. Ja, zur RoboCup Foundation. Hier sind viele Ligen in dieser Halle angesiedelt. Wir haben hier die Rescue League hinter uns, wir haben die Midsize League, wir haben unsere SPL League hier. Und alle zusammen sind in der RoboCup Foundation, haben sich zum Ziel gesetzt, 2050 den amtierenden Weltmeister im Fußball zu besiegen. Und man kann sich das jetzt schwer vorstellen mit dem kleinen Nao, der hier so ein bisschen Fußball spielt auf dem kleinen Feld. Wenn man jetzt hier mal so einen Jerome Boateng hinstellen würde, würde sie alle wegrobben, umreißen, kaputt machen, schlachten sozusagen. Aber wenn man sich das mal vorstellt, was vor 10 Jahren mit Computern allein schon der Stand der Technik bei Laptops, bei Handys war und wie da die Entwicklung ist. Und auch die SPL, die Standard-Plattform-Liga hier mit unseren Naos, hat sich verändert. Vor 10 Jahren hat man da noch mit 4-beinigen kleinen Roboterhunden von Sony gespielt, auf einem viel kleineren Feld. Und
hat sich da entschlossen, okay, hier sind wir mittlerweile durch mit allen Möglichkeiten, die wir mit dem Roboter haben. Und jetzt brauchen wir eine neue Standardplattform und hat sich für den humanoiden Roboter Nao entschieden, der auf zwei Beinen sich vorwärts bewegt. Man sieht schon, dass das humanoide Laufen auch sehr, sehr kompliziert ist und komplex. Die Roboter fallen oft um, so ein Distanzschuss. Der Torwart steht leider mit dem Rücken zum Tor und sieht nicht, dass der Ball kommt. Das ist das 4:0. Jetzt wird es ganz, ganz schwer, das noch aufzuholen. Noch sind 7 Minuten und 40 Sekunden auf der Uhr. Ein 7:4 wäre noch möglich. Vielleicht sogar ein 8:0. 8:4 wird gekürzt, ist dann nur noch ein 2:1. Wir sind hier sehr komplexe Regeln beim RoboCup. Aber deshalb haben wir auch 4 fähige Leute hier rumstehen, die hier den Referee machen. Ja, zurück zum großen Ziel. 2050 wollen wir Weltmeister werden im echten Fußball. Und wie gesagt, also die Entwicklung schreitet voran und wird sich nicht aufhalten lassen. Wir werden sicher auch in 4-5 Jahren wieder eine neue Plattform kriegen, die dann vielleicht schon doppelt so groß ist. Und dann können viele Sachen aus dieser Liga übernommen werden. Dann wird man erstmal wieder ein bisschen versuchen, das Feld klein zu halten oder auch die Anzahl der Roboter zu beschränken. Aber vom Prinzip her ist der Ablauf, die Algorithmen können 1:1 verwendet werden. Wieder ein Schuss aus der Distanz. Und wenn jetzt, und der Torwart guckt in die falsche Richtung, liegt im Strafraum. Ob er es mitgekriegt hat, dass er im Rücken liegt, man weiß es nicht. Oh, jetzt wird aber wieder, nein, oh, beinahe ein Kopfballtor. Aber der Torwart von den Berlinern, leider etwas angeschlagen, hat jetzt auch schon viele Spiele hinter sich gebracht. Und mit weiterer Dauer des Spiels wird es auch immer schwerer für die Roboter, sich auf den Beinen zu halten. Man kennt das aus dem echten Fußball mit der Verlängerung. Das wird immer schwerer. Die Beine werden schwach. Oh, und schwer. Jetzt versucht der Torwart, den Ball zu klären. Schafft das auch. Schießt ihn nicht ins eigene Tor, sondern weiß, dass er den Ball zur Seite klären muss. Aber jetzt kommt auch ein Dortmunder. Oh, jetzt ist der Ball weg. Das ist schön geklärt von den Berlinern. Sehr, sehr schön. Auch sehr anspruchsvoll, das zu lösen. Das schaffen nicht viele Teams in der Liga. Torwart will das jetzt alleine auch regeln. Vielleicht rennt er über den ganzen Platz, legt sich den Ball vor. Dortmunder ist noch verwirrt, rennt lieber auch ein bisschen weg vor dem Ball, hat vielleicht Angst. Da haben die Software-Updates in der Halbzeit vielleicht nicht so viel gebracht. Man weiß es nicht. Oh, auch Ball gespielt, schön nach vorne getragen. Jetzt mal die Möglichkeit, die Verwirrtheit der Dortmunder auszunutzen. Aber nein, das hat er natürlich gehört, der Spieler mit der Nummer 4 hat sich meinen Kommentar zu Herzen genommen. Wird jetzt vom Feld getragen, aber nur, weil er eine Strafe getan hat. Er hat sich regelwidrig verhalten, muss deshalb jetzt für 45 Sekunden über seine bösen Taten nachdenken, indem er sich an die Seitenlinie stellt. Oh, hier wieder ein schönes Sandwich. Roboter mit der Nummer 3 ist nicht mehr im Netzwerk. Die Roboter sind untereinander verbunden. Ich habe vorhin schon mal angesprochen, das Weltmodell, was hier auf dem Monitor dargestellt wird. Und dieses Weltmodell kommunizieren die Roboter auch untereinander. Also sie teilen ihre Position den anderen Mitspielern mit und können das benutzen, um jetzt zum Beispiel den Pass zu spielen. Die Nummer 4 spielt den Ball nach außen. Das könnte die Nummer X mitbekommen und dorthin laufen. Hier bei der Nummer 4 sieht man mal sehr schön, dass es jetzt mittlerweile in der Situation ist, dass die Motoren sehr warm sind, das Laufen instabil wird. Das ist ein Pass in die eigene Hälfte. Jetzt mal die Chance für die Nummer 3 aus Berlin, sich mal umzudrehen, und auch der Ball, der Spieler mit der Nummer 5
hat jetzt noch in 3 Minuten 40 Zeit, eventuell ein Tor zu schießen. Stattdessen tragen sie den Ball zurück. Das ist jetzt leider etwas ungünstig gelaufen. Der Ball sollte eigentlich zur Seite getreten werden. Aber das sieht alles für uns Menschen so leicht aus, aber es müssen hier ständig verschiedene Berechnungen durchgeführt werden. Auch die Entscheidung, wie weit der Ball eigentlich vor mir liegt, ist sehr, sehr kompliziert und hängt von vielen Faktoren zusammen. Und wenn der auch nur um 2-3 Zentimeter falsch berechnet ist, dann tritt der Spieler eben am Ball vorbei. Aber jetzt hat es sich der Berliner Spieler auch wieder eingerenkt und kann den Ball an den Verteidigern vorbeispielen. Aber die Nummer 2 verdeckt den Ball jetzt natürlich sehr geschickt, sodass die 3 den nicht mehr sehen kann. Und die 2 könnte die Situation jetzt klären mit einem Pass nach vorne in die gegnerische Hälfte. Jetzt hat die 3 eine gute Schussposition, könnte von dort schießen, aber schießt den Ball sich vielleicht ein bisschen weit vor. Und man merkt hier, oh, die Dortmunder haben doch auch ein bisschen noch an der Geschwindigkeit gedreht. Hoffentlich rächt sich das später nicht. Die Spieler platt sind. Der Torwart ist jetzt hingefallen, kann sich aber wieder aufrichten. Und das ist ein sehr, sehr schöner Pass in die gegnerische Hälfte. Wenn die 4 jetzt schlau ist und nicht rückwärts laufen würde. Jetzt ist die Situation da, jetzt könnte er schießen aus der... Oh, aber die Nummer 2 blockt den Schuss. Dabei geht nicht ins Aus, liegt sehr weit weg, aber die Nummer 5 hat ihn schon direkt gesehen von der Dortmunder Mannschaft und könnte auch von dort den Ball wieder in die Mitte schießen. Schöner Pass in die Mitte, aber leider knapp vorbei. Aber der Ball rollt ins Tor, was für eine Bananenflanke. Ist ja unglaublich, der war ja angeschnitten. Und das ist das 5:0. Das wird jetzt sehr schwer für die Berliner Mannschaft, die sich aber trotzdem nicht beirren lassen und am Mittelkreis ausrichten, damit der Ball dort gleich wieder hingelegt wird. Noch haben sie Zeit, 1 Minute 27, zumindest der Ehrentreffer wäre ihnen zu wünschen. Die Dortmunder dürfen jetzt innerhalb von 10 Sekunden nicht in den Mittelkreis. Aber die Regeln sind doch auch auf Dauer sehr, sehr kompliziert, aber das ärgert den Schiri auch. Der wird am Ende auch benotet und kriegt dann keinen Keks für die Leistung, die er jetzt hier gerade abgeliefert hat. Ich darf das machen. Der Johnny ist auch aus meiner Mannschaft, deswegen kann man das machen. Ja, dafür kriegt Steffi natürlich den Keks, weil sie so gut am Game Controller arbeitet. Schöner Kampf um den Ball hier. Jetzt nochmal die Chance für die Berliner Mannschaft zum Ball zu gehen. 40 Sekunden sind noch Zeit. Vielleicht jetzt ausnutzen, dass der Dortmunder umgefallen ist. Schnelle Drehung, Schuss aus der Drehung, direkt aufs Tor. Das wäre jetzt die Lösung. Ball zur Seite gelegt, sehr geschickt, damit die Nummer 5 den Ball nicht sieht. Jetzt wieder in Richtung des Tors. Jetzt drehen und dann einmal mal draufholzen. 17 Sekunden auf der Uhr. Es wird sehr, sehr spannend. Der Dortmunder Spieler kommt doch noch jetzt, um den Ball zu klären. Aber das war jetzt nicht besonders wirksam. Wir haben jetzt noch 7 Sekunden. Es wird sehr, sehr knapp. Vielleicht noch eine letzte Chance, den Ball zu schießen. Aber das dauert hier alles leider zu lange. Und jetzt ist das Spiel auch schon vorbei. Der dritte Platz geht verdient an die Dortmunder Mannschaft. Und leider nur der undankbare dritte Platz mit einer sehr guten Leistung geht nach Berlin. Jetzt ist kurz Zeit. Das Finalspiel findet um 15 Uhr hier auf dem Platz. Zeit noch 50 Minuten, dann geht's los. Zur Sache wird das Spiel der erste Sieger der RoboCup German Open hier ausgetragen auf dieser Seite. Jedes Jahr oder jedes Jahr seit drei